Hier wurden einige Sachen für dich abgegeben. Alles klar. Also, was gibt's denn? Diese Modulteile sind mit deinem Blaster kompatibel. Dein VM-19 ist primitiv, aber aufrüstbar. Der ist nicht primitiv, sondern klassisch. Wenn du dieses Light-Modul installierst, ermöglicht es das Feuern eines mächtigen Sprengbolzens. Du kannst das Modul an der Werkbank herstellen. Hoffen wir, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann liegt es an deiner Unerfahrenheit und Mangel an taktischem... Ja, schon kapiert. Ich kenne einige Orte, an denen dir das Modul nützlich sein könnte. Alles klar, danke für den Hinweis. Ich sollte weiter nach Ankh suchen. Hey, ich habe eine Nachricht von der Thronerbin des Ashiga-Clans. Hier ist Trisk. Wenn du Ankh wirklich willst, komm in die Kantina von Tijimi. Wir haben viel zu bereden. Klingt, als wollte Krisk ein Geschäft vorschlagen. Vielleicht. Aber Ashiga widersetzen sich ihrer Königin nur selten. Außerdem hat uns der Ashiga-Clan Aufträge angeboten. Einer davon stammt von Danka. Sie hat ja eine Nachricht auf dem Schiff hinterlassen. Na gut, vielleicht sehen wir uns das mal an. Bis später. Gut. Für dich wurden hier einige Sachen hinterlegt, Kay. Wird gemacht. Riecht ziemlich gut. Augen auf. Es sind Imperiale in der Gegend. Hinter mir, Söldnerin in der Kantine. Ich könnte die Barfrau nach ihr fragen. Hey, blöde Frage. Gibt's hier irgendwo eine Söldnerin? Sogar jede Menge Söldnerinnen, Kleine. Auch eine, die große Waffen mag? Genauer geht's wohl nicht. Aber red mal mit Rooster. Sitzt schon die ganze Woche da in der Ecke und starrt meine Kundschaft an. Wenn du sie herausbekommst, schulde ich dir was. Danke. Das könnte diesen Bandenkrieg beenden. Es heißt Zerrigbeschen.
Ash verfügt über massive Feuerkraft. Hm. Meinst du? Ich glaube, das Letzte, was wir brauchen, ist noch ein Syndikat, das in die Stadt kämpft. Naja, irgendjemand muss Königin Ashiga in die Schranken weisen. Vielleicht ist es Zerik Besh. Das ist nicht Ankh. Wer ist das? Das ist Kira, Schwarmkönigin von Crimson Dawn. Kay Vess, Elira hat schon viel von dir erzählt. Klingt, als hättest du auf Toshara für viel Wirbel gesorgt. Okay, hör zu. Gib mir Ankh und ich bin hier raus. Du hast anscheinend nicht zugehört. Die Königin wird Ankh niemals gehen lassen. Sie hat den Ashiga-Clan an das Imperium verkauft. Und das Geschäft steht und fällt mit Ankhs Waffen. Wir kriegen sie nur raus, wenn Krisk auf dem Thron sitzt. Damit unser Schwarm endlich frei sein kann. Und was willst du hier? Dasselbe wie du. Rekrutierung. Also, ich interessiere mich nicht für Politik oder Königinnen zu stürzen. Und ich mag es gar nicht, wenn man mir nachspioniert. Dann tu's für die Safe-Knackerin. Hiermit kommst du direkt zu Ankh in der Waffenfabrik der Ashiga. Hol sie da raus, dann reden wir. Was macht dich so sicher, dass ich bleibe? Du wirst tun, was das Beste für dich ist, Kay. Dir wird nicht oft widersprochen, oder? Selten. Der Verein Zugang zur Waffenfabrik verschafft. Meine Leute erwarten dich. Klingt gut. Danke. Hey, ND5. Ich habe eine Schlüsselkarte, um Ankh zu befreien. Hab sie von einer Crimson Dawn-Anführerin, mit der Krisk zusammenarbeitet. Kira, das ist beunruhigend. Was denn? Kennst du sie? Jalen und ich waren auf einer ihrer Auktionen. Ist nicht gut ausgegangen. Hast du einen Moment Zeit?
bist Kay Vess. Ja. Krisk meinte, ihr lasst mich durch. Du wirst erwartet. Krisk sagte, dass du kommst. Passiere. So, ich bin jetzt beim Tunnel. Gut, ich habe dir den Gleiter geschickt. Oh, wie aufmerksam von dir. Zwei unserer Crewmitglieder sind in Gefahr. Ich muss das Risiko minimieren. Oh, klar. Hier passiert. Sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. So, da bin ich. Gut. Ark ist in Montagehalle 5. Mit der Zugangskarte kommst du rein. Aber um die Wachen musst du dich selber kümmern. Ah, was ist, wenn ein Blaster losgeht? Sie stehen treu zur Königin. Ich brauche sie nicht. Gut, darin sind wir uns einig. Naga Kibuna Chubar. Diese Fabrik ist riesig. Sie war einst der Stolz des Ashiga-Clans. Hier haben wir unsere Blaster nach den Originalbauplänen hergestellt. Wofür wird sie jetzt verwendet? Die Königin hat eine Abmachung mit dem Imperium. Wir stellen in dieser Fabrik jetzt Sprengstoff für den Krieg gegen die Rebellen her. Ah, schon klar, warum dir das nicht gefällt. Die Königin opfert unsere Unabhängigkeit für Profit und eine unnötige Expansion. Doch genug geredet. Ark wartet auf dich. Die Zeit ist knapp. Tob dich aus, Nix. Oha! Oh.
Hoffentlich hat Jaylin recht mit Ankh. Ich will da nicht umsonst mit reingezogen werden. Den Knopf, Nix. Sein. Hey, wo bist der Water? Wawa Uwe Porkataki? Ich bin Kay Vess. Ich stelle eine Crew zusammen. Every Magula Titaki Kid. Ich arbeite mit Jaylin Rex. Hilta, o Puno Dutoki. Kira Jama Uba Jagrind? Nein. Meneki, Uba Anji Scotcha Tonka Ja Shiga Queen Sapawa Bonko. Was? Diventa Takrabo Hua Crispodite Uva Wata. Jetzt noch mal ganz langsam. Hey, Kid! Uva Venta Tatinka habe Gigi Sabola Talif no Lia Oto. Gi Dupichado. Damin dir Uva Dupichado. Chris! No etinka Matin no Lia Japulipa. Stut Bolo Graba sa Gigi, Niki. Gi Hilta Wata Puno Tonga Cheslid. Dana Gi Sabola Wadata. Nicht wirklich. Kancha! Uva Bobola, Kid! Chinka, Chipis, Jagin, Pota.
Es ist Showtime. Abscheulich. Hier sind wir los. Es war nichts. Sicherheit.
Ich hab dein Zeug. Ist das ein Glücksbringer oder sowas? Natsasukida. Natsamikiyo no Jinaka. Graber, du lebst! Was war das? Prison, Salota. Also hast du sie gesprengt? Dagua. Ineki Jibola. Kempata Jiska Tonga. Das Ding? Ernsthaft? Hey, man nekshapadat. Jutwata Angola Puno Titoki. Nobata Japo hit Crispo. Oh, das tut mir leid, Ank. Es gab eine Explosion. Evakuiert das Gelände. Bringt sie hier raus und schickt Verstärkung. Kannst du das für mich offen halten? Die Wand! Das Ding gar nicht. Kavno, Sunduba! Angriff!
Na gut, suchen wir einen Weg zu Ankh. Unsere Position. Da. Paco! Die haben den Lift gestoppt. Kannst du das überbrücken? Aguadinka! Chichipuna Sutonga! Moment, was? Ankh!
geht's. Oh, schon besser. Hier ist dein Glücksbringer. Wie hast du geht? Stut, du bist ein Upa. Tisa da Ubit und Sipa. Du no bada pisto no lia giacanto pono. Was? Du weißt doch nicht mal, was in dem Tresor ist. Susa Muliwa, Niki. Susa Yambo Muliwa. 157 Millionen in unmarkierten Kredits. Zahlt locker all deine Schulden. Sifmots takan chakido. Rumium di takilakta jitinka. Quasi undurchdringlich. Deshalb brauchen wir dich. Ein Kavarobus Puno Kaoto Venta Uwe Schapperow. Das ist der erste. Zum zweiten Mal. Eniki. Uwe Tempeta Mucha Jainka Bongasif. Uwe Nabata Graba. Anativo Uwe Savolopata. Chehaku Duandoba Bola. Bei Jalen klang das irgendwie besser. Jisa Tinka Susa. Atima Jibola Puno Tadutu. Du willst die Königin ausschalten? Jisa do Grande Kid. Miki di Bosca Schapa Ja Crispo di Tapolo off. Chama Cha Vistu. Lisa Pitch Minki, die Porco Fussis. Jutki Puna, der Tonke, Niki. Das, verstehe ich nicht. Jalen, Ank ist raus. Sie hat einen Auftrag für Kira von Crimson Dawn. Natürlich. Kira hat größere Pläne mit Kijimi, als ich dachte. Mhm. Gibt's noch einen Plan B? Tut mir leid, Kay. Wir brauchen Ank. Das ist typisch für sie. Sie kann nie zwei Sachen gleichzeitig machen. Ja, hab ich gemerkt. Bleib an ihr dran. Wenn Kiras Auftrag erledigt ist, wird Ank den nächsten Nervenkitzel suchen. Und das sind wir. Genau. Gewinn ihr Vertrauen und zeig ihr, dass man uns ernst nehmen muss. Oh, übrigens, Kay. Ich habe ein Paket zur Bahnbrecher geschickt. Ein paar Vorräte, die dir dabei helfen werden. Gut, ich sieh's mir an. Danke, Jalen. Keine Wachen. Die sind wohl alle in der Haupthalle. Du hast Ank zur Flucht verholfen. Da du noch hier bist, nehme ich an, sie hat abgelehnt. Ja, nun, momentan arbeitet sie wohl lieber für dich. Tu, was für dich das Beste ist, Kay. Wenn du mich fragst, wäre das, Ank zu helfen. Ich schicke dir die Koordinaten. Nur für den Fall. Oh, kalt hier draußen.